Und jetzt kommt die ganze Wut von Lena Schill. Oh, die ganze Wut nicht. So wütend bin ich gar nicht. Ich bin eher wütend auf den Lockdown als auf Annalena Baerbock. Aber auch das macht mich schon ein wenig wütend. Nicht rasend, aber wütend. Ich frage mich, okay, jetzt haben wir eine Außenministerin, die Annalena Baerbock heißt. Was befähigt denn eigentlich Annalena Baerbock dazu, Außenministerin zu werden? Also sie hat ja wirklich einen grottenschlechten Wahlkampf geführt. Dann hat sie ihr Buch in Teilen abgeschrieben, ihren Lebenslauf beschönigt, vergessen Nebeneinkünfte zu melden. Die Liste ist lang. Die ist jetzt unsere Außenministerin, eine Frau mit einem Glaubwürdigkeitsproblem in der eigenen Bevölkerung. Ich frage mich wirklich, was soll das? Ich finde, herausragende Ämter benötigen herausragende Persönlichkeiten. Und wenn Annalena Baerbock in meinen Augen eins nicht ist, ist es herausragend. Vielleicht darin, ja, ich weiß auch nicht, ich würde es ja schon als Betrügen sagen, wenn mein Buch in Teilen abschreibt, ich habe es eben schon aufgezählt. Ich würde mir wünschen, dass es endlich nicht immer nur noch nach Parteipolitik geht, sondern auch nach Können und nach Leistung. Und Außenminister hätte in meinen Augen nach dem Wahlkampf, nach dem Desaster in den letzten Monaten wirklich jemand anderes machen müssen. Oder können wir nicht als Deutsche erwarten, jemanden zu haben, der es zumindest schafft, einen wasserdichten Lebenslauf hochzuladen? Tja, Nena, ich frage mich manchmal bei der These so, ob ich noch nicht ganz in der Opposition angekommen bin. Wahrscheinlich nicht, aber ein bisschen muss ich zur Ehrenrettung von Annalena Baerbock doch noch sagen, ich glaube, es hätte auch schlimmer kommen können. So, also ich finde, um jetzt ein bisschen zur Ehrenrettung beizutragen. Das ist ja eine wahnsinnige Ehrenrettung. Nein, um ernsthaft zu sagen, die Annalena Baerbock habe ich, und das sage ich jetzt auch ernsthaft, wirklich als fleißig und diszipliniert wahrgenommen. Klar war der Wahlkampf für sie hart, da hat sie sicherlich auch Fehler gemacht, das ist menschlich. Aber am Ende glaube ich auch, wir haben jetzt 4 Jahre genug Zeit, um in der Opposition auch draufzuhauen. Aber ich finde, sie gehört sicherlich zu denen, die jedenfalls mir auch in der zurückliegenden Legislaturperiode, ich war mit ihr auch ab und an in Talksendungen, in Debatten, immer diszipliniert, gut vorbereitet auch. Und deswegen, ich sag, die Union hätte sicherlich bessere Minister gestellt, aber ich bin gespannt, was dann noch so in diesem Kabinett kommt. Ich würde dazu stimmen, Nena, weil ich finde, dass mit Annalena Baerbock kennengelernt als eine Politikerin, die sich wahnsinnig mit den außenpolitischen Themen auseinandersetzt. Ja, sie sagt ja selbst, sie kommt vom Völkerrecht, da haben sich viele im Wahlkampf drüber lustig gemacht. Aber wenn man mit ihr spricht, auch mal nicht im Interview, sondern ganz normal, dann merkt man wirklich, dass zum Beispiel das Thema Nordirak, Jesidinnen, Frauenrechte, China, Nord Stream, Ukraine, wirklich Themen, wo ich mich auch viel als Reporter bewegt hat, wahnsinnig am Herzen liegt. Ich glaube, sie wird da klarere Positionen vertreten als Heiko Maas, viel klarere Positionen als die CDU auch bei bestimmten Themen, zum Beispiel bei China und Russland. Da gehe ich ganz stark von aus. Spannend wird nur zu sehen sein, ob sie diese Positionen dann gegen Olaf Scholz durchsetzen kann, der im Kanzleramt die eigentliche Außenpolitik macht. Also ich finde, wenn sie ein Amt oder wenn man ihr eine Chance geben sollte, dann genau in diesem Amt. Sie hätte für mich gar kein Amt verdient. Sie hätte für mich keinen Ministerposten verdient. Sie hat ja immer noch, Prozente dazu gewonnen. Ist ja nicht so, dass sie das historisch schlechteste Ergebnis Paul, gemacht hat. Es tut mir jetzt leid. Sie hatte auch die ganze Werbekampagne, die man als Kanzlerkandidat kriegt. Und dafür war das Ergebnis der Grünen ist weit unter den Erwartungen geblieben. Übrigens nicht nur Bundestagswahlkampf, sie hat auch noch nie ein Direktmandat errungen. Also ich frage mich halt bei Annalena Baerbock wirklich, wo jetzt dort die Qualifikation dafür liegt. Zum Beispiel Robert Habeck, der ist ja jetzt Vizekanzler geworden und wird ja jetzt auch das Ministerium übernehmen für Wirtschaft und ja auch Klima. Und da muss ich sagen, ich bin kein Fan der Grünen. Aber ich habe Robert Habeck in den letzten Monaten schon schätzen gelernt, indem ich gesehen habe, er ist nicht wie Söder und tritt nach öffentlich, sondern er hält sich zurück und hat mit ihr zusammen agiert. Das fand ich toll. Ich habe Respekt vor Robert Habeck gewonnen. Robert Habeck hat für mich an Glaubwürdigkeit gewonnen. Aber die Glaubwürdigkeit hat doch, da musst du mir zustimmen, Paul, also, in den letzten Monaten gelitten von Annalena Baerbock. Absolut, ja, da gibt es also direkt wieder an. Ein bisschen Wasser in den Wein von Robert Habeck oder auch in deine Cola. Ja, Robert Habeck. Robert Habeck hat Annalena Baerbock am Abend der Bundestagswahl eiskalt abrasiert, als er in der Berliner Runde saß und dann wahrscheinlich, keine Ahnung, das über die FAZ noch zusätzlich gespielt hat, dass er Vizekanzler wird, dass es alles auf ihn zuläuft. Also das hat er nur einmal gemacht und nicht nachgetreten, das ist richtig. Aber er hat ganz klar in der Wahlnacht die Chance ergriffen, das, was er eigentlich wollte, sich zum Spitzenmann in diesem Duo erklärt oder zur Spitzenperson vielmehr und klar gemacht, wo da der Hammer hängt. Ein Wort zur Außenministerin selbst. Man kann Deutschland nicht nur mit Menschenrechten regieren, auch nicht nach außen hin. Das ist ein hehres Ziel, das müssen die Grünen auch tun. Aber nur ein Beispiel. Mercedes hat im letzten Jahr mehr Autos verkauft in China als im ganzen Rest
der Welt. Da kann man sagen, das ist alles ein Unrechtsstaat oder was auch immer. Man muss aber anerkennen, dass das so ist. Und wer die Außenpolitik oder an diesen Realitäten vorbei macht, der wird es schwer haben, glaube ich, auch für Deutschland zu bestehen. Und ich habe aber gar keine Sorge, dass das so ist, denn das Auswärtige Amt hat bei seinen 15 bisherigen Außenministern, wenn wir Adenauer auch noch dazu rechnen, der ja in Personalunion beides war die ersten 4 Jahre, tatsächlich es immer geschafft, sich die Ministerin, bisher die erste Annalena Baerbock, oder den Minister so zu backen, wie das Amt es denn will. Und am besten war das Auswärtige Amt immer, wenn es gefordert wurde, von Hans-Dietrich Genscher, etwa von Joschka Fischer, der das Auswärtige Amt sehr stark gefordert, oder auch von Sigmar Gabriel. Aber das Amt braucht jemanden, der da immer nach vorne will. Und ob sie das schafft oder wird, jenseits ihrer Forderung nach Klima, Klima, Klima und Menschenrechte, das werden wir sehen. Noch eine Frage zu Ihnen. Sie haben das ja, also das war ja fast eine Totalvernichtung. So wie sind wir gewohnt, weil das ja, ist normal. Das, okay, ich frage auch nur nach einer Erweiterung. Sie sagen doch gar nicht, das ist keine Außenministerin. Im Grunde haben Sie gesagt, was hast du in der Politik zu suchen? Nein, ist das so schlimm? Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, habe ja deswegen extra die These gemacht, herausragende Ämter benötigen herausragende Persönlichkeiten. Ich finde zum Beispiel, Frau Baerbock ist ein gutes Vorbild für junge Frauen. Ich habe sie nur weder als Kanzlerin gesehen, noch als Außenministerin. Wo würden Sie sie sehen? Ich glaube, dass Frau Baerbock... das finde jetzt selbst ich ein bisschen, wenn ich jetzt hier einen beruflichen Ratschlag gebe, dazu will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht hinreißen lassen. Ach, Sie waren doch sonst auch nicht so. Nein, das mache ich jetzt nicht. Aber ich glaube zum Beispiel mal, ein Direktmandat errungen zu haben. Was bei den Grünen aber ja nicht so leicht ist. Und wenn du in Brandenburg bist und gegen Olaf Scholz saß Mario Chaya jetzt am Montag, der hat in Berlin Marzahn, ja, hat er geschafft, das Direktmandat. Und da würde man auch sagen, ist ein bisschen schwer. Der mit Gregor Gysi gekumpelt hat, also weiß ich auch nicht, ob das unbedingt gefallen hat. Dadurch hat er den Wahlkreis nicht gewonnen. Aber ich frage mich, es war nur ein Beispiel mit Frau Baerbock, aber ich frage mich generell, warum wir diese, was man erringen muss. Wenn man CEO vom Unternehmen werden will, dann muss man meistens da erstmal jahrelang gearbeitet haben, jahrzehntelang, man muss Expertise mitbringen. Warum wir für die Politiker die Leiste so herabsetzen? Warum muss es so leicht sein? Aber verglichen mit Eigenmaß. Wo ich dir zustimme, ja. Was mir aufgefallen ist bei den Namen, die genannt wurden bei den Grünen, da ist null Vielfalt dabei bislang. Also alles, was gehandelt wird, ist weiß. Hm. Und das finde ich interessant, weil man käme ja beim Außenamt, vor 4 Jahren wäre Cem Özdemir Außenminister geworden, bei dem ich auch sagen würde, der ist von den beiden der geeignetere. Ich finde auch, das wäre zum Beispiel auch jemand. Herr Pauls, wie sehen Sie die Frage ums Außenministerium? Also jetzt Cem oder Lena? Ich meine, dass das Außenamt ein ganz zentrales Amt ist, aber ich gehe in die Richtung, die Bela Ander gerade skizziert hat. Es geht darum, sprechfähig zu sein. Es geht irgendwo vielleicht auch in Positionen, aber das ist eigentlich schon der Job des Bundeskanzlers. Man muss eine Sprechfähigkeit und hinter den Kulissen auch Mechanismen installieren, die Konflikte lösen. Beispiel Sigmar Gabriel, der den türkischen Außenminister in Goslar empfangen hat und wovon man heute noch spricht. Und ich hoffe, der türkische Außenminister damals auch. Der wird wahrscheinlich wahnsinnig beeindruckt gewesen sein von Goslar, nehme ich an. Das ist schön, ja, auf schöner Marktplatz. Aber nicht ohne Grund. Nein, was ich sagen will, es ist eine komplexe Sache. Es ist sehr viel, was man leisten muss, was man an charakterlicher Eignung mit sich bringen muss. Und das war ja gerade eine imposante Liste an Außenministern, die wir hatten. Aber ich kann das nicht an diesem missratenen Buch festmachen und ihren Lebenslauf, den ein völlig überforderter Parteiapparat zu verantworten hat. Ich hätte die vermutlich, wenn ich es selber gewesen wäre, rausgeschmissen. Und wenn man den Grünen etwas vorwerfen möchte, dann, dass sie an diesem Punkt vielleicht zu lasch sind. Aber das wissen Sie doch auch, wie man von Mitarbeitern abhängig ist. Aber so, ich den Rest kann sie mitbringen. Es kann auch sein, dass sie ihn nicht mitbringt. Aber das haben wir schon mehrfach erlebt. Und wir haben diese Ruckeleien bei neuen Regierungen ja auch in
Schröder, Fischer erlebt. Es waren ja keine Zahlenfehler, sondern der Lebenslauf wurde ja beschönigt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Mitarbeiter sich hingesetzt hat und gedacht hat, wie stelle ich sie besser dar. Wir sollten sozusagen in der Ebene jetzt auch, wenn man sich fragt, in der Opposition, was kritisiere ich dann an dieser neuen Regierung? Da fällt mir in der Außenpolitik einiges ein. Da werden einige Themen kommen. Bela Ander hat einiges skizziert. Wir werden mit der Migrationspolitik, wo sie als Außenministerin Wörtchen mitzusprechen hat, sicherlich harte Konflikte haben, wenn ich da sehe, die Schnittstellen zwischen Innen- und Außenpolitik, wie geht man mit Belarus um? Wir werden eine Außenministerin Baerbock dran messen müssen, wie kann sie das, was sie zur Klimapolitik sagt, denn auch im Rest der Welt vielleicht umsetzen? Wir werden sehen müssen, dass Außenpolitik eben nicht nur Menschenrechte ist, sondern auch Wirtschaftspolitik, Freihandel. Die Themen, da würde ich sie eher kritisieren und da werde ich sie, glaube ich, auch noch sehr kritisieren in den nächsten 4 Jahren, als jetzt sozusagen da ewig im Rückspiegel darum, ich will jetzt hier nicht in die Geschichte eingehen, sozusagen als der größte Fanverteidiger von Annalena Baerbock, aber ich glaube, die Kritik muss eher an den Inhalten ansetzen und wir tun auch gut daran, wenn wir auf der Ebene, glaube ich, kritisieren und da gibt es genug Angriffsfläche, wenn ich diesen Koalitionsvertrag überfliege. Und es gibt die politischen Realitäten, noch ganz kurz, Sie kennen Philipp Anton natürlich genauso. Die Frau war Parteivorsitzende, sie war Spitzenkandidatin, sie hat auch mit einem wirklich nach unten gehenden Ergebnis, sie lagen ja vor der SPD lange Zeit auf Platz 1, die Grünen in die Regierung geholt. Nach der politischen Lehre hat so jemand dann Anrecht auf ein Ministerinnenamt. So einfach ist das. So einfach ist das, sagt Bela Ander. Und jetzt, bevor wir zu einem weiteren Thema gehen von Peter Pauls, muss ich noch einmal ganz kurz, weil uns ganz viele User geschrieben haben, Philipp Amthor, um auch beim Thema Baerbock, Sie sind in dieser Woche aufgefallen so ein bisschen mit einem Urteil zum Rasen. Mit 120 durch die Fußgänger. 50 zu viel, ich kenne das. Also Herr Pauls sagt, ich habe gepunktet, ich ärgere mich ganz schön drüber, aber so ist das. Wie lange dürfen Sie jetzt nicht fahren? Akzeptiere ich, 4 Wochen. 4 Wochen. Aber dann werden wir schon drüber reden. Ich meine, ich jetzt trotzdem. Also Sie sind doch ein erfahrener Politiker. Sie wissen, also mir hat mal jemand gesagt, als ich ans Amt kam, Bela, alles, was wir machen, wird öffentlich. Das war der beste Rat, den ich bekommen habe. Sie wissen, dass das öffentlich wird. Trotzdem haben Sie gesagt, ich versuche mal da vorbeizukommen und so zu tun, was viele Menschen in der Wirtschaft tatsächlich machen, wenn sie ertappt werden. Ich bin gar nicht gefahren. Jemand, der so bekannt ist wie Sie, muss doch wissen, dass das skandalisiert wird und dass Ihnen wieder sowas um den Hals gehängt wird. Haben Sie sich entschuldigt schon? Ja. Ich habe mich geärgert, ich habe es rechtlich prüfen lassen. Rechtsanwalt hat gesagt, es ist eine gute Idee. Rechtsanwalt hat auch jetzt gesagt, es ist eine gute Idee, Rechtsbeschwerde einzulegen. Ich habe es nicht gemacht. Ist so.